Okay, jetzt schrauben wir hier weiter. Jetzt will ich hier den letzten roten Rahmen noch abschrauben. Das ist hoffentlich kein Problem. Dazu muss ich erstmal hier diesen schwarzen Rahmen abschrauben und dann hinterher den roten Rahmen. Und dazu muss ich vor allem diese Feder lösen. Jetzt habe ich mein Lieblingswerkzeug, so ein Federspanner. Oh, das ist nicht so schlimm. Gut, die hat nicht so viel Power, die Feder, das ist schön. Wunderbar, das. Jetzt will ich hier noch das Typenschild abbohren. Er hat 84 dB. 84 dB, das ist echt cool. Einfache Alubolzen. Sehr schön. So, jetzt wird's spannend. Jetzt wird's spannend. Jetzt machen wir diesen Deckel hier ab. Boah! So, hol ich die ab. Schraubendreher. Spannend. Sich mit raus, okay. Achso, da sollte man Spannung lösen. Vorsichtig. Da! Cool. Oh, sieht doch ganz gut aus. Schön gefettet. Oh, aber hier der Rost. Nein, hier der Schleifriemen. Okay. Zock. 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 So, jetzt hör auf hier, du hast deine besten Klamotten an. So, lieber Rasenfüchs, jetzt habe ich hier dieses eine Lager aus diesem Gehäuse hier rausgehauen. Das saß da so drin. So saß das drin. Das ging relativ leicht raus. Und jetzt müsst ihr euch mal anhören, wie dieses Lager. Ich weiß nicht, ob ihr es hört. Völlig hin. Das Lager ist völlig hin. Ey Mann, das gibt's doch gar nicht. 1300 Betriebsstunden. Toro, was steht in eurer Bedienungsanleitung? Wie oft müssen die Lager getauscht werden? Das ist eine Katastrophe. Jetzt schleife ich noch ein bisschen den Lagersitz aus. Das Lager runterzuziehen. Das jetzt hier rausschlagen, das Lager. Zack. Diesen Bolzen daraus zu kriegen, das wird
eine echte Herausforderung. Ne, keine Chance. Ich habe jetzt hier schon die Bremse runtergenommen. Die sitzt hier drauf. Da drauf. Und dann kommt die da rein. Dann kommt da ein Bolzen rein. Ja, schon ganz schön angegammelt. Mann, oh Mann. So, und dann wird hier, nee, Quatsch, hier, ist ein Hebel. Da ist der Hebel. Und dann wird die Bremse betätigt. Was ich gerade sehe, ist, dass die kaum noch bremst. Ja, so sieht das aus. Bolzen raus und dann runter damit. Okay, so, das ist hier das Differential. Und das müsste man im Grunde genommen auch schon gleich rausnehmen können. Jetzt nehme ich jetzt mal den hier raus. Ja, das ist ganz locker. Das ist die Spannrolle für den Riemen. Hier spannt man. Das ist die Antriebswelle. Die über den Zahnriemen wird das Differential angetrieben und dann geht das einmal über die linke und einmal über die rechte Walze. So, sehr schön. Das knackt immer hier. Ah. So, zack. Komm, runter da. Huch. So. Auch ein bisschen Spiel, das geht aber noch. So, jetzt kommt der Zahnriemen herunter. Viel Zahnriemen. Ich den erneuer, weiß ich noch nicht. Und nur noch sieht er noch ganz gut aus. So, und jetzt können wir schon, ja, das Differential rausziehen. Boah, krass. Das ist die Differentialeinheit, Freaks. Oh, yeah. Wahnsinniges Ding, ey. Schöne Sache. Hammer. Das sieht noch gut aus. Weil ich das jetzt hier mit meinem menschlichen Auge beurteilen kann. Jetzt schnell reinstopfen, dass da nichts reinfällt. Andere Seite. Das muss unbedingt sauber bleiben. Gut, die Differentialeinheit. Krasses Pferd. Jetzt machen wir den erstmal ab hier und ziehen den komplett runter. Dann können wir den noch zerlegen. Dann muss ich diese vier Schrauben lösen. Jetzt schraube ich diese ganze Einheit ab. Echt cool. So, das habe ich noch nie einer gemacht. So, jetzt runterkacheln hier. Da ist die ganze Einheit runter. Okay, können wir mal rübernehmen. Jetzt kommt mein größtes Problem. Ich muss Wie soll ich die denn festhalten, verdammte Kiste? Das kann doch gar nicht sein. Ja, das erklärt mir mal einer. Das ist ja scheiße. Ich würde mal sagen, da ist ein Bolzen gebrochen. Verstehe ich nicht. Hallo liebe
Rasenfix. Wir müssen die laufende Sendung für eine kurze Meldung unterbrechen. Ich hoffe, ihr sitzt wie ich gemütlich vor eurem Fernseher oder vor eurem Computer oder vor eurem Handy und schaut mein Video. Das haben meine Frau und ich auch gerade gemacht. Wir testen immer vorher das Video, ob das, was ich so zeige, verständlich ist. Und ja, wir hatten gerade eine Diskussion. Meine Frau hat nicht verstanden, was eigentlich mein Problem in dem Video ist. Und ich stelle fest, dass es auch nicht so ganz klar ist, warum ich da so Ewigkeiten jetzt an dieser Welle und an dieser Schraube rumfummel. Auf der einen Seite drehe ich immer diese Schraube und gucke immer auf der anderen Seite, ob sich die Welle mitdreht. Und ich habe jetzt nicht verstanden, warum auf der einen Seite die Welle mit dem aufgefrästen Zahnprofil, das in das Differential gesteckt wird, warum dieses Teil fest ist und auf der anderen Seite sich diese Schraube hin und her drehen lässt. Ja, ich habe immer gedacht, die Welle dreht sich in der Walze frei, was sie eigentlich gar nicht dürfte. Also konnte ich nicht gegenhalten, um die ja festgeschraubte Schraube zu lösen. Aber irgendwie dreht sich das immer. Die Welle dreht sich. Ja, und jetzt könnt ihr, glaube ich, weiter gucken. Denn jetzt habt ihr, glaube ich, einen kleinen Hinweis, was eigentlich eine Stunde lang habe ich an diesem Problem herumgedoktert, was mein Problem war. Viel Spaß beim Weiterschauen. Das ist der. Was soll ich denn hier reinschrauben, wenn der... Oh! Freaks! Oh. Hier! Seht ihr das? Wahnsinn! Ich werde nicht wieder... Das gibt's ja gar nicht. Ist ja krass! Das ist ja krass! Jetzt kann ich ihn runterziehen. Oh! Da ist die Passfeder. Jetzt habe ich hier das Lager vom Sitz getrennt. Ein völlig verwarztes Lager. Ich habe jetzt hier fast alles zerlegt. Jetzt brauche ich noch einen richtig großen Maulschlüssel. 51er Maulweite. Da gucke ich mal, ob ich jetzt einen Engländer kriege. Oder wie ich das jetzt löse. Da gibt es solche großen Engländer. Muss ich dann mal bei Amazon gucken. So, das heißt, deswegen kriege ich jetzt also die zweite Seite meines Antriebs, meiner Walze nicht auseinander. Ich hätte nicht gedacht, dass doch die Lager, gerade die Hauptlager für die Lagerung der Walze im Gehäuse, dass die so kaputt sind. Die sind völlig hin. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Bleibt dran. Ich freue mich auf euch. Euer Rasenfreak. Tschüss.